Sie wissen, gestern gab es einen eine Bundesratssitzung, wo jetzt die neue Novelle zum Epidemiegesetz auf Eis gelegt worden ist für 8 Wochen. Sie wurde eben nicht behandelt. Und wir haben zahlreiche positive Zuschriften daher bekommen. Ich glaube, die Bürger haben langsam wirklich die Schnauze voll. Die sind sowas von angefressen. Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, was wäre denn in dieser Novelle alles drinnen gestanden. Da waren einmal die Eintrittstests für den Handel. Das ist etwas, mit dem wir uns nicht wirklich anfreunden können, auch angesichts der Tatsache, dass wir diese Eintrittstests nicht nur im Jänner abgelehnt haben, sondern dass es auch gezeigt hat, dass beispielsweise bei den körpernahen Dienstleistern wie bei den Friseuren aufgrund auch dieser Eintrittstests zu massiven Umsatzrückgängen gekommen ist, weil einfach viele Bürger nur noch ganz geplant und gezielt sich überhaupt Termine machen. Viele gehen gar nicht mehr zum Friseur. Die Friseure selber klagen auch darüber, dass es überhaupt keine Laufkundschaft mehr gibt. Also diese Eintrittstests, die sind etwas, das den Umsatz vermindert. Und wenn man das jetzt hochmünzt auf den gesamten österreichischen Handel, dann muss man auch klar erkennen, das wäre dann der Todesstoß, vor allem für die kleinen Betriebe. Wir wissen schon, dass die großen Konzerne das wahrscheinlich leichter schaffen können. Es gibt ja Geschäfte, die haben jetzt schon Wachdienst vor den Eingängen stehen. Für die wäre das wahrscheinlich nicht das Problem, aber es sind gerade wieder die Kleinen. Das sind die, die ein Jahr lang, also 12 Monate, jetzt schon tatsächlich an den Rand der Machbarkeit gedrängt worden sind. Viele haben ja leider schon aufgegeben und können einfach nicht mehr. Und würden jetzt diese Eintrittstests tatsächlich kommen, dann wäre das wohl der Todesstoß für viele andere. Des Weiteren war in dieser Novelle enthalten, der sogenannte grüne Pass. Und ich möchte schon jetzt auch mal nochmal auf diesen grünen Pass hinweisen. Wir haben jetzt viele, viele Monate von der Bundesregierung gehört, es wird Freiwilligkeit geben im Bereich der Impfungen vor allem. Es soll alles nur freiwillig sein, es wird die Wahlfreiheit geben und dann wird uns ein grüner Pass oder der Entwurf eines grünen Passes vorgelegt, der genau das Gegenteil uns zeigt, nämlich dass es die absolute Verpflichtung gibt, nämlich die Zwangsverpflichtung, entweder eben eine Impfung zu machen oder sich testen zu lassen oder eine Erkrankung schon hinter sich zu haben, wobei da gilt es dann nur maximal 3 Monate. Da sehen wir schon, es geht alles in Richtung Zwang und das ist etwas, was mit uns ohnehin nicht vereinbar ist. Wir lieben die freiheitliche Gesellschaft. Zwangsmaßnahmen können nicht die Lösung sein und die können auch nicht das Ende sein. Und dazu kommt, und da möchte ich schon auch darauf hinweisen, weil das so gern übersehen wird, Mit diesem grünen Pass hinterlässt jeder von uns, der ihn benutzt, überall Spuren, nämlich elektronische Spuren. Und das führt auch dazu, dass man über jeden einzelnen Bürger in dieser Republik ein genaues Bewegungsprofil erstellen kann. Also ich weiß genau, um wie viel Uhr hat sich der Betreffende eingeloggt beim Friseur, um wie viel Uhr hat er sich eingeloggt im Kleidermodengeschäft, um wie viel Uhr hat er sich eingeloggt im Elektrohandel. Und wann und wo hat er sich mit wem in welchem Lokal getroffen? Und das sind Dinge, die möchte ich nicht. Ich möchte nicht den gläsernen Menschen und ich möchte auch nicht die totale Überwachung in Österreich haben. Daher lehnen wir den grünen Pass wirklich von Grund auf ab. Und ich glaube, die Bundesregierung wäre gut beraten, sich dann noch einmal sich zurückzuziehen in eine Selbstklausur und mal überlegen, ob es tatsächlich das ist, was sie den Bürgern versprochen hat. Wir haben aber auch noch ein anderes Ereignis gehabt, das war am Wochenende. Sie wissen es, es waren die Jets, die da gekommen sind vom Herrn Schmidt, diese 300.000 Jets, die da gekommen sind. Viele sind ja auch schon veröffentlicht worden und es gab ja auch schon entsprechende Reaktionen darauf. Ich möchte jetzt hier von dieser Stelle aus sagen, es obliegt nicht uns und es ist auch nicht die Aufgabe der Politik zu bewerten, ob es hier strafrechtlich relevante Aussagen gibt, vor allem auch im Zusammenhang mit den Aussagen des Bundeskanzler Kurz und des Finanzminister Blümel im Untersuchungsausschuss. Das haben die Gerichte zu klären. Was es aber ist, es ist natürlich schon auch ein Sittenbild, das hier ganz massiv gezeichnet wird. Ein Sittenbild, wie offensichtlich in dieser türkisenen ÖVP über andere gesprochen wird, wie Postenschacher tatsächlich auf der Tagesordnung gestanden ist und wahrscheinlich auch immer noch steht. Und wenn man sich den Inhalt dieser Chats ansieht, dann muss man sich auch die Frage stellen, was ist denn auf den geschredderten Festplatten tatsächlich drauf gewesen, wenn man die zum Schreddern gebracht hat. Diese Frage kommt einem natürlich sofort hoch. Und ich möchte jetzt ganz kurz Erhard Buseck
einen ehemaligen Bundesparteiobmann der ÖVP zitieren, der gesagt hat, das Einzige, was man den handelnden Personen vorwerfen kann, ist, dass sie Trottel sind. Also, meine Damen und Herren, ich persönlich, vielleicht ist es dem Herrn Buzek egal, dass diese Herrschaften das sind. Ich persönlich möchte eben nicht weiter von Trotteln regiert werden. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, dass wir uns tatsächlich überlegen, wir sind da bereits auch in Verhandlungen mit den anderen Oppositionsparteien, hier eine Sondersitzung zu beantragen entsprechend. Und es wird auch die Nagelprobe werden für den Koalitionspartner der ÖVP. Wir werden nämlich auch einen Misstrauensantrag einbringen gegen den Finanzminister Blümel, aber auch gegen Bundeskanzler Kurz. Und ich glaube und ich möchte die Grünen vor allem daran erinnern, hier speziell die Klubobfrau Maurer, die vor dem letzten Misstrauensantrag gegen Gernot Blümel in einer Pressekonferenz, die sie extra dafür einberufen hat, gesagt hat, also sie werden einmal noch dem Gernot Blümel das Vertrauen aussprechen, aber wenn noch etwas kommt, dann wird es für den Herrn Blümel so sein, dass er zurücktreten muss. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen und es wird die Nagelprobe sein, wie weit man den Worten der Frau Maurer tatsächlich auch trauen kann, ob die Grünen jetzt tatsächlich Gernot Blümel das Misstrauen aussprechen und wenn sie das tun, dann könnten sie in Wahrheit auch das Misstrauen dem Bundeskanzler Kurz aussprechen, weil die Koalition damit ja ohnehin beendet wäre. Auch im Übrigen die Fraktionsvorsitzende im Untersuchungsausschuss, die Frau Tomaselli, hat sich hier sehr, sehr kritisch zu Gernot Blümel geäußert. Und ich glaube, hier liegt schon noch einiges im Argen und es gäbe jetzt wirklich eine ganz grobe Anzahl von Gründen, warum Gernot Blümel tatsächlich in dieser Republik nicht mehr tragbar ist als Finanzminister. Und wenn wir schon bei den Ministern sind, dann komme ich noch zu einem dritten Minister. Das ist der Innenminister Nehammer. Warum komme ich jetzt zum Innenminister Nehammer? Wir haben am einen, wenn ich Sie zurückführen darf, an den 31. Jänner des heurigen Jahres, da hätte es eine Großdemonstration geben sollen, die Demonstration für die Freiheit. Da waren insgesamt 17 unterschiedliche Kundgebungen angemeldet von unterschiedlichen privaten Initiativen, die damals alle samt abgesagt, also untersagt wurden. Ich glaube, zwei sind dann noch erlaubt gewesen. Das eine war die Gegendemonstration und eine kleine, die mit 10 Personen angemeldet war. Alle anderen wurden konsequent untersagt und jeder, nicht nur Herbert Kickl als ehemaliger Innenminister, sondern jeder, der weiß, wie es im Innenministerium in Österreich zugeht, der weiß auch, dass es also von ganz oberster Stelle der Wunsch war, nämlich vom Innenminister persönlich, auch der Wunsch war, diese Demonstrationen zu untersagen, weil eben diese Bundesregierung es nicht ertragen konnte und auch nicht ertragen wollte, dass hier Bilder von einer Demonstration, wo mehrere 10.000 Menschen friedlich gegen diese Maßnahmen der Bundesregierung auf die Straße gehen, dagegen friedlich demonstrieren. Das war dem Innenminister, das war auch dem Bundeskanzler natürlich ein Dorn im Auge, weil sie Angst haben, Angst davor, dass friedliche Bilder um die Welt gehen, Angst vor der Wahrheit, Angst auch vor der Freiheit und vor allem auch Angst vor der österreichischen Bevölkerung haben, dass diese Bevölkerung dann irgendwann ihren ganzen Erzählungen nicht mehr den Glauben schenkt, den sie gerne hätten.